Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Hallo, herzlich willkommen zurück. Wir gehen heute in den Auenwald der Verzerrung. Den kennen wir ja tatsächlich schon, denn wir gehen erstmal zum Schmied. Sollen wir erstmal schnell zum Schmied gehen? Wir haben so viel Zeug gesammelt. Gehen wir erstmal zum Schmied, komm. Mal schnell Schmied. Schmied. Spezialeffekt, nö. Auseinandernehmen, ja. Es ist schneller. Oh. Eigentlich wollte ich das... Ich habe da gar nicht dran gedacht, an dieses doofe Zeug hier. 13, 14. Hellbarde. Ist halt lila. Seltenheit. 4. Seltenheit 3. Ach, behalten wir das mal. Ist lila. Bekommen wir jetzt noch mehr Zeug? Sieht aus wie ein Pömpel. So. Oh, das sieht aber schön aus. Okay, Klamottis. Klamottis, das sind unsere Gedächtnisklamotten hier unten. Das können wir nicht wegtun. Da fangen wir lieber hier an. Die hat auch erzählt, dass ich irgendwie ein Lager tun kann. Sperren. Genau. Okay. Sehr schön. So. Gut. Läuft. Spezialeffekt aufwerten. So. Hier unten. Breitschwert hat die Neo. Neon, nicht Neo. Check. Hat jetzt Genbu. Also gibt es ein neues Genbu. Es gibt ein Genbu mit hier, das hier gibt's. Das hat zwar 22. Zugefügter Schlitzschaden, Stärke. Klare Spheroide. Ich will noch nicht irgendwie. Ich bin noch nicht bereit dafür. Gut, aber ich bin bereit für diesen Auenwald. Seid ihr bereit für die Sequenz? Ich glaube, es gibt eine, gell? Jack und seine Gefolge treffen im Westschloss auf den Dunkelelfen Astos. Dieser verrät ihnen, dass sich an der Spitze eines Turms auf der anderen Seite eines nahegelegenen Waldes der Windkristall befindet. Ferner erklärt er, dass für die Wiederherstellung des Lichts ein Pakt mit Chaos geschlossen werden muss. Mit einem letzten abfälligen Lächeln wirkt Astos einen Zauber, der die Krieger an den Rand des Waldes befördert. Die Abschiedsworte des Dunkelelfen haben Jack sichtlich begeistert, der nun eilig in den Schatten der Bäume vorprescht. Packt hin oder her, wie es scheint, ist Chaos tatsächlich irgendwo in dieser Welt zu finden. Welche Welt sonst? Ja! Notiz eines Narren 11. Der Auenwald der Verzerrung. Dimension 13 ist ein seltsamer Ort, der von göttlichen Maschinen erschaffen wurde und von diesen beherrscht wird. Obwohl sie erst kürzlich entdeckt wurde, scheint bereits ein enormer Aufwand betrieben worden zu sein, um herauszufinden, ob die für die Verzerrung der Welt benötigten Elemente in dieser außerplanaren Taschendimension vorkommen. All die harte Arbeit schien recht eindeutig auf dieses eher aquatische Gebiet hinzudeuten. Es sieht aus, als bedürfe es lediglich der schlichten Manipulation örtlicher Wetterlagen, um innerhalb einer Biosphäre unnatürliche Verzerrungen zu verursachen. Das Ergebnis, ein Finsternisgenerator. Hier zeigt sich das Resultat eines verdorbenen Plans, der für ein wahrlich faszinierendes Spektakel sorgt. Ah, stimmt, wir müssen ja hier das Wetter ändern. そうだろう。カオスはいるんだ。
Welch wunderbare Zwischensequenz. Ja, hier haben wir wieder diese seltsamen Farben. Aha. Jobmenü. Wo habe ich denn die jetzt plötzlich herbekommen? Ach stimmt, wir haben eine Nebenquest gemacht, gell? Um die maximale... Aha, das hat doch Bruder hier. Oh, hier ein paar Orangen, wenn jemand Orangen will. Hier haben wir sowas. Hier ist ein Baum. Dann schafft die Natur zerstört. Was ist mit den Bäumen? Warum sind die hier einfach so? Das, da können wir die Natur beeinflussen. Ah, aber jetzt hat man es schön gesehen. Gab es das auch in der Dings schon, in der Demo? Also, dass man das gesehen hat, wie das sich... Also, wenn ich von der Demo rede, dann rede ich immer von der ganz alten Demo. Oh, die macht Blubberblasen. Hör auf damit. Oh, was ist das denn? Sushi war? Hör auf damit. Ich glaube, wir können jetzt hier tatsächlich... undurchdringbare Fusselwand. Ach nee. Ach, guck mal da. Ach, gar nicht wahr. Oder hoch. Ah, von da kommt man da hoch. Okay. Gut, dann. Ich gehe davon aus, dass die gut brennen. Eieieiei. Komm runter. Komm ich ja nicht ran. Na, kommst du zurück? Da möchte ich hoch. Ach, da kommen wir hoch, okay. Okay. Wir haben jetzt hier zwei Wege, oder? Nur einen. Nee, wir haben jetzt hier nur einen Weg. Ach ja, okay.
Ich sehe nichts. Oh Gott. Oh, das bringt aber gar nichts. Oh, oh. Was bist du für einer? Bäumchen kaputt machen hier. Da können wir nach oben. Hier könnten wir aber auch das Licht... Ach, da müssen wir dann das Licht scheinen lassen, um da durchzugehen. Deswegen gehen wir erstmal da hoch. Seil herunterschmeißen. Nee, du kannst aber abessen. Wir gehen nicht zurück. Gerade ist hier angekommen. Oh, da vorne ist Wasser. Wir müssen das Wasser wegmachen. Wasser verschwinde. Das ist so schön hier, oder? So. Welch wunderbarer Wald. Hm. Kamen wir hierher? Ja, oder? Ja, von da kamen wir. Kleine Orangenbüsche. Orangenbüsche sind doch eigentlich auf Bäumen. Hm. Hier erinnert es mich so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, von der Farbgestaltung her von an Biomutant. Oh, ja, natürlich. Greifenkönigin. Oh, ach, das stimmt, das bin ganz runtergefallen. Vielleicht hätte ich doch speichern sollen. Eieiei. Oh, jetzt wollen sie mir aber geben hier. Hat mir gefallen. Sterb endlich. So, Schlund. Ja, da können wir es lang. Da müssen wir auch lang, oder? Oh, hier. Sollen wir nicht vergessen? Ja, hier was. Achtung, Achtung. Hä? So. Pass der Gezeichneten. Jobmenü. Ich hab mal 3 bekommen. 2 Stück haben wir übrig. Haben wir schon. Nein, was machst denn du da?
Okay, was haben wir denn jetzt hier? Können wir hoch. Aha. Hier müssen wir gleich Regen machen, dass das hier alles wächst. Jobaufstieg. Ach, Pikinier wieder. Okay, hier kommen wir jetzt nicht weiter, denke ich. Ja. Dann lassen wir es mal wachsen. Oh, wie sehen wir denn aus? Regen, komm herunter. Oh, ist denn der ausgespuckt? Wow, da war was aus. Okay, ja, ich hab's mir schon gedacht, dass es eventuell sowas gibt wie Flächenschaden, wenn man einen zerplatzt. Was war das denn da oben auf uns? Kommt das Ding was raus, oder? Das könnte ich mit Wasser machen. Erde wahrscheinlich, oder? Ich kann mich mal bis zum Anschlag machen. Nein, sie hat mich effektiv getroffen. Dafür haben sie dich schon tot gemacht. Sehr schön. So, Vendetta-Anzug. Hier auch irgendwas? Nö, ich gibt's hier nichts. Ja, ach so, wir müssen der Regen wegmachen. Ja, stimmt. Stimmt. Oh, Achtung. Erstmal das Seil runterschmeißen hier. So, jetzt müssten wir eigentlich nach unten. Und das hier mal anmachen. Sollen wir mal lieber speichern. Menü. Was haben wir denn hier schon wieder? Ach, wegen 1 bin ich jetzt hergekommen. Ah, wir können ja mal gucken, wir haben bestimmt neue Klamotten. Ach ja. Die sehen irgendwie immer gleich aus. Gut, dann klettern wir mal hier hoch. Dann benutzen wir das mal ab in die Höhle. Oh, ja, da hat man wahrscheinlich Schaden bekommen. Oh, Kristalle. Ich mag keinen Nebel. Ich habe ein Nebelproblem. Yeah.
Wir müssen da rein, oder? Wir kamen von hier. Ja, natürlich kamen wir von da. Okay, dann gehen wir hier rein in die Grotte. Ne, in die Mine. Ist eine Mine? Gehen wir davon aus, dass es eine Mine ist. Oh, Achtung. Ne, und gehen wir weg hier, wenn ich hier rumfuchtel. Ja, wo sind wir hier? Aha, okay. Zwei Wege. Feuerelement, guck mal. Hä? Nein, nein! Aufpassen! Ach! Das ist einfach nie! Wir haben jetzt hier Wasser, also müssen wir hier lang. Ja. Wir konnten schon lange nicht mehr speichern übrigens. Aber ich bin hier irgendwo vorbeigelaufen vielleicht. Ah. Doch nicht vorbeigelaufen. Jobmenü. Zwei. Yeah, zwei Stück. Mach mal denn. Und hier haben wir auch bei Weißmagier haben wir zwei. Ronin? Ach, wir können schon freischalten. Wir sind Samurai. Job Samurai. Stelle MP wieder her, während du deine Gegner mit Fertigkeiten malträtierst. Als Samurai kannst du die Fertigkeit Maikyu Shishu einsetzen. Aha. Ach, hier kann man das machen. Ah. Nee, wir haben aber Ronin noch nicht komplett. Wir machen erst Ronin komplett, okay? Aber wir machen mal hier. Hier nehmen wir mal Schwarzmagier. Wie ich jetzt die noch ändern kann, das ist mir so ein kleines Rätsel. Aber irgendwann ist das. Also Raumerstellen, nee. Was passiert eigentlich bei Raumerstellen? Sind wir denn alle Jacks? Sind wir alle Chicks? Chicku. Kampfeinstellung, so. Hier, das ist mein Job. Hier kann ich wechseln. Ah! Ah! Rotmagier könnte sie auch werden. Dann macht sie jetzt mal einen Rotmagier. Ich verstehe. Und er wird zum Dieb. Okay, wir haben so Rotmagier, einen Dieb und was sind wir? Ronin. In 7 Leveln werden wir dann Samurai übrigens. Oh, guck mal, wir haben es selber an. Wie sind wir weglaufen? Ja, ich würde mal sagen, wir haben es endlich geschafft, den Jet und den Neon umzuarbeiten. Man muss einfach nur alles anklicken. Vielen Dank, dass ihr in diesem wunderbaren Auenwald dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.